Warum eigentlich für teuer Geld bei IKEA shoppen? In der Uni gibt's Möbel für umsonst. Zumindest anderthalb Wochen lang. Egal ob Lümmelcouch, Pokalvitrine oder Schreibtisch. Hier war für jeden was dabei. Lara Milzmann hat sich die Aktion mal angesehen. Die Bauarbeiten an der Universität Bielefeld haben begonnen. Und damit stellt sich die Frage, wohin mit den gebrauchten Möbeln? Die Lösung? Sie werden verschenkt. In dieser Woche startete die Möbelausgabe. Ricardo Bergmann vom AStA war von Anfang an von der Idee begeistert. Wir haben gesagt, okay, wir machen diese Aktion, weil es halt nicht sein kann, dass es halt Leute gibt, die Möbel brauchen. Ne, oder halt auch Studierende gibt, die vielleicht diese Möbel brauchen. Und wir schmeißen die halt einfach, weil wir zu viele haben, im Prinzip weg. Es ist klar, dass nicht alle Möbel letztendlich weiterverwendet werden können. Verschenkt wurden vor allem Tische, Regale und Stühle. Zu Beginn gab es auch Unikate. Also an Einzelstücken, hatten wir noch Sofas oder auch aus der zentralen Studienberatung hatten wir Polsterstühle, die da dann in entsprechenden Gesprächsgruppen benötigt worden sind. Die ein oder andere Vitrine ist dabei gewesen, Tafeln waren sehr beliebt, Rolltafeln, einen Flipchart, ein rollbares hatten wir auch dabei, die waren gestern Morgen sehr beliebt. Und was auch sehr gut angekommen ist, gerade ich sag mal in Zeiten des Public Viewing, war dann hatten wir auch noch zwei, drei Leinwände, die übrig waren, die sind gestern Morgen reißenden Absatz gefunden. Viele Studenten haben das kostenlose Angebot bereits genutzt und ihre Wohnung mit Unimöbeln ausgestattet. Und ich will da für meine WG so einen WG-Raum damit einrichten. Ich hoffe, du legst eine Decke drüber. Eine Decke drüber legen wir schon. Ich finde, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Aktion. Ich glaube, da werden sich viele dankbare Abnehmer finden. Zum Beispiel, um Taschen drauf abzustellen oder einfach um sich draufzusetzen, weil wir gründen nämlich eine WG. Also man kann hier echt viel Zeit verbringen und dann gucken, was man so findet. Ich finde das eine sehr schöne Aktion von der Uni, statt das wegzuschmeißen. Wir haben einen Tisch mitgenommen, eine Europalette, ist kein Möbelstück, aber wir bauen eine Bar daraus und einen Schreibtischstuhl. Also der Tisch ist für die Küche, wir sind gerade umgezogen und wir brauchen noch einen Küchentisch. Und ja, die Bar kommt auch in die Küche. Ob die Aktion wiederholt wird, ist allerdings fraglich. Also in diesem Umfang sicherlich nicht. Derzeit nicht so, dass es noch so viele Möbel gibt, die wir quasi nicht mehr in der Uni weiter nutzen können. Ich denke, wenn es dann nochmal so sein sollte, dass nochmal ein größerer Bestand da ist, wird man sicherlich nochmal auch in Kooperation mit dem AStA Gespräche führen können. Auf jeden Fall wird man wohl zukünftig in Bielefelder WGs viele Unimöbel sehen. Haltet die Augen offen!